Hallo zu Türchen 14. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und jetzt sind wir bei den Incredibles bzw. die Unglaublichen. Ich glaube, heute auch immer noch einer der erfolgreichsten Pixar-Filme. Was ganz lustig ist. Also, wegen diesem Film mussten auch ein paar Superheldenfilme umgeschrieben werden, weil sonst hätte man gemerkt, das ist nun vollkommen zugleich. Also, das ist so dicht an irgendwelchen Marvel- und DC-Filmen. Nur eben ein Trick, dass die Originale sich da noch was einfallen mussten. Das war ganz putzig. Und was ganz putzig ist, also Teil 2 ist ja, glaube ich, so 2018 jetzt geplant. Irgendwie ein Wechsel mit Toy Story 4. Ich glaube, die kommen früher oder so. Ist egal, aber auf jeden Fall, dafür, es gibt's auch wird auch ein Sequel richtig kommen. Und dieser Film, da war wieder, wir sind bei Pixar, ne? Wieder unser Freund Steve Jobs hat sich wieder von seiner besten Seite gezeigt, so dass Disney endgültig die Schnauze voll hatte mit ihm. Und 2005 dann also darauf Pixar komplett gekauft hat. Ja, Herr Jobs. Gut, dafür habe ich jetzt ein iPhone, aber Steve Jobs ist halt Steve Jobs. Und ich bin euer Mr. Venom 1974. So, wir starten mal. Ja, fangen wir an. Neu. Na komm, machen wir erstmal normal, bevor wir super oder unglaublich machen. Komm, mach ich mal den typischen Obererzähler. Nachdem sie den ultimativen Test bestanden haben, kehrt die unglaubliche Familie Paar zurück in die Normalität. Begeistert darüber, dass Flash den zweiten Platz im Kurzstreckenrennen gewonnen hat, verlassen sie das Metroville Stadion. Plötzlich bewegt sich der Boden unter ihren Füßen. Seht den Tunnelgräber, steht unter euch, doch nichts ist unter mir. Hiermit erkläre ich den Frieden und der Glückseligkeit den Krieg. Bald schon werden alle vor mir erzittern. Ich müsste den Lithman machen mit seiner Fähne. Wer ist dieser Kerl? Ich hoffe, das war mal eine geile Samuel L. Jackson-Parodie, hoffentlich. Wer auch ist, er ist in der falschen Zeit am falschen Ort. Aufgetaucht. Showtime! In diesem Augenblick breitet sich meine Dunkelheit über euren erbärmlichen Planeten aus. Der Aufstieg des Tunnelgräbers hat begonnen. Steht ja auch im Titel. Schnauze! Wir dürfen ihn nicht entwischen lassen. Schatz, wir verfolgen den Tunnelgräber. Haltung mit den Kindern, die Bohrer auf. Ein normaler Elterntag in Metroville. So, Mr. Incredible. Ja, 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 gut. Telefonzellen ist der andere Superheld. So. Springen. Okay. Und ich find's immer lustig, dass man trotzdem, obwohl die Kacke am Dampfen ist, erstmal natürlich Münzen einsammelt. Ihr werdet meine Pläne zur Weltherrschaft nicht durchkreuzen! Doch. Nein! Doch. Nein! Ich bin von euren Versuchen unbeeindruckt. Kniet nieder vor dem Tunnelgräber! Roboter, der Tunnelgräber setzt Roboter ein. Dann müssen wir auch nicht fair spielen. Zeit. Für ein paar schmutzige Tricks. Okay. Das ist Frost, ne? Glaube ich, weiß ich noch, ne? Das war auf jeden Fall Samuel L. Jackson, glaube ich. Im Original. Ich weiß gar nicht, wer denn bei uns gesprochen hat. Okay, Eisblitz,
Eisblitz wirst du nicht können. Okay. Okay. Ah. Alter, du steuerst dich aber auch wie Kacke. Alter! Du kannst ja nix. Toll. Lass mich ran. Ich muss sie extra wechseln, damit er wieder liest. Natürlich. Okay. Schon wieder wechseln. Ja, ja. Was bringt mir das? Was sind das denn für Schwachsinnsattacken? Ah. Ah, so ein bisschen hier. Iceman. Okay. So bescheuert. Auf der an der Flasche vorbei, Alter. Mein Gott. Du bist aber kein Depri-Superheld, sonst würdest du nicht an einer Pulle vorbeigehen. Was kann der denn? Warte mal, kann ich das denn nicht? Doch. Hallo, das ist ja wie Iceman. Iceman kann das doch auch steuern. Müsste doch theoretisch. Dass sie doch jetzt so an die Pulle kommen. Komme ich warum auch immer nicht. Darf ich nicht. Ich habe Pullenverbot oder so. Also ich möchte nicht nörgeln, aber es spielt sich nicht so gut. Alter. Hast du gerade. Ich mag ihn nicht. Weiß nicht, ob das aber so rüberkommt. Also die Idee von den Superkräften ist ja ganz putzig. Bah! Na, also. So. Danke. Yes. So, ist hier noch irgendwas, was man abräumen muss? Nee, ne? Also muss man einfach nur nach oben. So. Okay. Namens. Wahrscheinlich schreibt ihr sowieso, dann mach ein Let's Play davon. Haha. Ich dich auch. So, das sollte jetzt passen. Was gibt. Wieso ist denn das? Muss ich höher. Ich verstehe das nicht. Und dann muss ich tatsächlich die Flasche holen, damit ich die Ressourcen habe. Weil der Akku ist natürlich. Alter! Mr. Jackson.
Ja. Muss tatsächlich die Pulle nicht nehmen. Sonst geht das nicht. So. Wir sind da. Achso, wieder wechseln. Warum soll ich denn eigentlich mit dem über die ganze Zeit spielen? Finde ich den so cool? Verstehst du, Eis? Eis, Eis, Baby. Bram, bam, bam, bam. Ist jetzt nicht so viel in dem Level. Da muss ich wieder hier. Ja. Das kann ja wohl nur er. Genau. Na, geht doch. Ja. Gott. Ja. Ah, kenn das. Gut, das kriege ich hin. Okay. Ah. Mal schön üben. Aber viel einfrieren war da nicht. Was ist denn? Was ist ja alles kaputt gemacht? Habe ich einen Gamebreaker gebaut? Ah, ich sehe schon. Mein Lieblingspuzzle. So. Boah, toll. Level durch. Ich würde sagen, das reicht auch, glaube ich, schon. Also ihr seht schon, das spielt sich ein bisschen hölzern. Die Idee ist ja gar nicht so verkehrt, auch mit verschiedenen Fähigkeiten und so. Ich kann mir vorstellen, die anderen Figuren werden mit Sicherheit auch noch eine Rolle spielen, aber es fühlt sich jetzt nicht so unglaublich spielbar an. Das ist nicht so gut, denke ich. Aber das waren die Incredibles, beziehungsweise die Unglaublichen und ja. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Türchen. Bis dann. Tschüss.